Das Sonntagabend war seit eines katastrophalen Ereignisses in Ingolstadt, bei dem es bei einem mutmaßlichen Autorennen zu einem erheblichen Unfall kam. Es war ein 20-Jähriger, der im Steuer eines Hochleistungssportwagens auf der Erichstraße saß, ALSIHM die Kontrolle entglitt. Das Fahrzeug wurde unwahrscheinlich mit einer Weg kollidiert und kapte Gefahr kam. Glücklicherweise überstanden sowohl der junge Fahrer als auch sein 21-Jähriger Befahrer die Torcher mit leichten Verletzungen. Der finanzielle Schaden dieses Warfalls belief sich jedoch auf rund 50.000 Euro.